Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge The Search 2. Wir haben ein paar Tipps erhalten. Gut. So. Dann kicken wir mal. Ja. So. Guck mal her, Digga. Warum stehst du überhaupt jetzt hier unten? Die Dinger loswerden. So, da sind wir sie auch los. Jetzt er da. Ich würde ja versuchen, ihn zu umgehen, aber... Naja, gut. Wenn er jetzt nicht unbedingt will, ich will auch nicht unbedingt. So, wo ist jetzt der hier hinten? Himmel! So, hätten wir das mit ihm jetzt erstmal geklärt. Warum gibt es da unten einen? Ja, gleich nicht mehr, ne? Au! Hä? Was war denn das jetzt wieder, bitte? Alter! Das ist eine Scheißstelle, echt. Wir kommen jetzt gerade überhaupt nicht mehr voran, ne? Das ist richtig scheiße. Das ist richtig scheiße nervig. Wenn du so gar nicht mehr vorankommst. Mit dem Heilen, das ist auch kacke grad. Jetzt noch das andere hier. Ja, Digga. So, deinen Kopf hätten wir. Komm her, Digga. Hey, was soll denn das? Feiges Würstchen. Dann halt nicht.
Bitte was? Alter. Was willst denn du von mir? Das kann ja wohl nicht sein. Aha. Hey, da war noch eine Ausdauer gerade mal. Lieber. So wie jetzt. Wieder ein Problem. Irgendwo hinten muss noch was sein. Genau. Wir haben auch diverse neue Implantate hier, ne? Erhöht die maximale Anzahl Omnizellen. Ja. So. Frage ich jetzt wieder, wo geht's lang? Das sieht mir nicht richtig aus. Das da war auch nicht so wirklich, oder? Gibt's hier? Was zum... Bist du etwa gerade hier eingebrochen? Nein. Komm zu Penny, los, los. Wo ist denn Penny? Meine Tür steht jedem offen, Schätzchen, aber das ist ja wohl unerhört. Also ich hab so nichts gemacht. Als hätte ich da einen Ladendieb erwischt. Nein. Hast du ein Problem damit? Ganz und gar nicht, Schätzchen. Was getan ist, ist getan. Überrascht mich aber jetzt nicht. Kein Stück. Ich habe die Art von Verzweiflung schon bei so einigen Leuten erlebt. Der Hunger bringt uns dazu, Sachen anzustellen, die wir nie für möglich gehalten hätten. Ich lasse dich nur ungern mit leerem Magen wieder gehen. Wenn nur meine Kühlkammer funktionieren würde, dann könnte ich dich bestens versorgen. Was soll's? Bringt ja eh nichts. Ohne Ersatzteil kann ich nichts für dich tun. Ich kann dir helfen. Das ist ja wunderbar, Schätzchen. Dich schickt der Himmel. Du musst dir einfach nur einen dieser Bots schnappen, die überall in Port Nixon unterwegs sind, und dir ein Ersatzteil holen. Sollte für jemanden mit deinen Fähigkeiten ein Kinderspiel sein. Ja, schon. Ja, keine. Was hast du denn im Angebot? Zeig mal ja, her hier. Aber hier drin gibt's nur beschränkte Auswahl. Der Rest ist den Kunden auf der Straße vorbehalten. Wenn jemand den Kerlen da draußen vor dem Laden Saures geben würde, könnte ich auch wieder mein ganzes Angebot ausbreiten. Aber so? Oh, was ist das denn? Was ist das? Naja. Ha. Also, nichts für mich. So, hast du zufällig... Wer klopft denn da? Geht nicht. Ne, die hat leider keinen Kasten. Schade. Nun denn. Dann müssen wir uns hier wieder... behelfen. Da oben. Kommen wir jetzt gar nicht hin. Hier haben wir einen Fahrstuhl schon. Ist versiegelt. Na super.
Wo sollen wir denn dann lang? Ich glaube mal nicht, dass ich da rein kann, oder? Ich will jetzt nicht sterben. Sagen wir doch mal, wie es ist. Ich will nicht sterben. Und ich sehe gerade keinen Weg. Ist es hier hinten? Auch nicht. Oder? Nicht. Was ist... Okay. Man stirbt also nicht gleich, sondern... Das Spiel zeigt einem schon mit, dass das der falsche Weg ist. Okay. Okay. Ach, guck mal hier. Okay. Oh, hey. Ah, toll. Ich kann doch hinten noch was. Na klar. Gut. Sonst ist hier unten nix. Was? Hier ist die Paper Street. Da ist auch wieder einer. Können wir ja nur. Wo geht's hier hin? Habt ihr euch abgewandt? Der Pfad zur Erlösung führt nicht über bewusstseinserweiternde Drogen. Auf diesem Pfad kann ich nichts mehr für euch tun. Das Mittel hat euch geholfen, unsere Heiligkeit Shortcut zu verteidigen. Es stärkte eure Arme und schärfte euren Geist. Jarp, haben wir. Das ist schon mal gut. Dann zerlegen wir. So. Dann... Gehen wir mal ein bisschen weiter an Ausdauer, ne? Herstellen wir jetzt nichts verbessern, höchstens. Den hier. So. Das hier können wir auch verbessern, das ist super. Das ist super. Geringer Ausdauerverbrauch haben wir da jetzt. Schön. So. Mal sehen, ob wir jetzt ein bisschen weiterkommen. Erleuchtung kommt nicht nur durch die Reinheit der Tat, sondern auch durch die Erleuchtung. Ich brauche keine Erleuchtung, wa? Ach man. Wird nicht gespielt, Junge. Geht's hier lang hoch. Okay. Wo es da lang geht, sehen wir in der nächsten Folge von The Search 2. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.